Willkommen, liebe Clasherinnen und Clasher, bei mir dem Thorsten. Oh, ich muss das mal ein bisschen leiser machen. Bei mir dem Thorsten Ratute, beim Clan Spätzle mit Soße. Und ja, wir haben ja in den letzten Tagen immer vermehrt so ein bisschen aus meiner Rathausstufe, also auch so ein bisschen aus den höheren Rathausstufen gehört und gesehen. Ich würde sagen, es ist so ein bisschen an der Zeit, mal wieder so ein paar kleinere Rathäuser zu zeigen. Also, die leben natürlich auch noch, auch bei uns im Clan hier. Also, Clan bzw. Rathauslevel 5, 6, 7, 8, alles dabei, 9 auch dabei. Und ich würde ganz gerne mit meinem 9er hier so ein bisschen angreifen. Ich würde sagen, wir machen 2 Angriffe. Aber ich wollte mich vorher so ein bisschen warm schauen an den anderen Angriffen von meinen Kollegen und Kolleginnen hier. Mal sehen, wie die Gabusa sich hier geschlagen hat. Der Drache wurde jetzt erstmal eliminiert und ich weiß gar nicht, was sie in der Clanburg hatte oder hat sie die Clanburg noch gar nicht rausgeholt. Ich kann es im Moment ganz, ganz schlecht erkennen. Und ist hier, glaube ich, ganz gut in diese Base hier reingekommen mit vielen, vielen Riesen, noch viel mehr Magier. Ja, die Magier sind einfach cool in ihren blauen Leichentüchern. Richtig krasse Geschichte. Und jetzt rocken die hier schön aus der Mitte ab. Ich meine, die tanken auch so ein bisschen, aber so ein Magier kann ja auch schon mal ein bisschen mehr ab. Und von daher, glaube ich, ist das in diese gar nicht mal so schwache Base. Ich meine, der Gabusa ist auch mal gerade so Rathaus 7. Ich weiß gar nicht, ob sie schon Drachen hat. Keine Ahnung. Und dann schlägt sich hier natürlich so durch so eine Base durch. Überhaupt keine Frage. Und jetzt weiß ich, was sie in der Clanburg hatte. Hier hatte sie die Hox, hätte sie fast vergessen. Hat sie nämlich eben gesagt. Also machen die noch so ein bisschen hier gleich Cleanup mit. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Und schauen wir uns gleich nochmal, glaube ich, in Rathaus 8 Fight an. Dann sind wir, glaube ich, warm genug hier für die Fights aus dem Rathaus 9er Bereich. 10, 11, 12 bzw. 11 habe ich ja zurzeit nicht. Aber mit meinem 10er nehme ich im Moment gar nicht in den Clankriegen dran teil. Das liegt einfach nicht daran, dass ich das Rathaus im Moment nicht gerne bespiele, sondern das liegt eher daran, dass der Clan, wo ich ja bin, mit dem Rathaus 10er, der Clan Häger, der Clan Häger im Moment die Startzeiten der CKs so schlecht für mich hat. Und ich habe jetzt schon etliche Angriffe mal verpasst, denn die beginnen immer mittags und hören mittags auf. Und das ist nicht so unbedingt meine Spielzeit. Ich meine, einen Angriff habe ich dann abends immer geschafft, aber einen zweiten Angriff, den habe ich dann nie so richtig gepackt. Oh, wir können ja, wir kriegen ja live was rein. Ah, aber ist schon kurz vor Ende, schade. Okay, der Gumpi hat sich der 17 erledigt. Ah, Mist. Wenn ich natürlich live was reinkriege, ist umso schöner. War aber, glaube ich, hier auf dem Gerushes Elver. Und der war sicherlich nicht so super stark. Mal sehen, wie die Base jetzt gleich wird. Ich habe mir hier so ein bisschen was rausgeguckt. Hier ist ja schon einiges down, sehe ich gerade. Das ist, glaube ich, auch das alles noch 8 hier. Ist das hier noch 8? Gucken wir mal gerade rein. In das Replay hier vom Fairplay Forever. Jo, das ist auch noch Rathaus 8. Also 8 auf 8. Okay, wir wissen ja jetzt schon, dass 3 Sterne werden, aber wir wissen ja noch nicht wie. Und 1er Golem, 4er Hox. Auch eine gute Entscheidung, das so zu leveln. Ich habe also auch mit meinen, fast mit allen Accounts, habe ich erst die Hox hochgemacht und dann die Golems hinterhergezogen. Warum auch immer, die haben ja nach dem Update beziehungsweise in einem kleinen Update mal etwas mehr Healpoints bekommen auf Level 1. Ich gehe mal ein bisschen näher für euch rein. Auf Level 1, 2, 3 und 4, glaube ich, war es. Und von daher halten die auch auf 1 schon ganz gut. Ihr seht das hier, die klopfen da auch schon ganz nett gegen die Mauer mit dem Bowler. Und jetzt kommt von hier oben die Hox rein, so ein bisschen gespammt, also gar nicht mal so Surgical gesetzt. Also ein bisschen reingespammt hier. Kann man sicherlich anders machen, aber so super stark war dieses RH8 jetzt noch nicht. Wir sehen hier auch den Flächenschaden. Der ist jetzt allerdings auch schon weg. Hier unten ist zwar noch ein Magerturm, aber sind wir ehrlich, der ist jetzt auch für 4er Hox nicht so wirklich gefährlich. Letzter Heil hier unten nochmal geschmissen. Ja, das sieht gut aus. Hat er gut gemacht hier.
unser Umbenamser, Vorplay Forever. Und ich sehe schon im Hintergrund gerade auf meinem Rathaus 12-Account die Base, die wir gleich machen werden. Ich habe mir dafür auch mal wieder eine Armee geschnappt. Die habe ich, ich glaube, ich habe noch nicht so angegriffen im Elferbereich. Ich lasse mich da selber mal überraschen. Also da ist es ja auch immer so ein bisschen Classic. Ja, was machst du? Go Hawk, Go Laloon, machst du einen Falcon, also mit Queen Walk vorweg, vielen, vielen Valkyren, paar Bowler und so ein bisschen Cleanup. Aber ich habe mir jetzt mal diese Base hier rausgesucht. Das ist die Nummer 11. Also ich bin, glaube ich, auch selber Nummer 11. Muss ich mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie dieser Clan heißt. Ich sehe da immer eine 69 drin. Ist auch sehr, sehr witzig, der Clanname. Und Ziel ist eigentlich, dass wir hier von hier irgendwo starten mit dem Queen Walk. Die gegnerische Queen hier sicherlich, hoffentlich schaffen. Und dann müssen wir mal weiter gucken. Ich würde ja ganz gerne dann mit Loons und zwei Hunden hier weitermachen. Der Feger hier muss allerdings weg. Deswegen habe ich mir den King mit ein paar Bowlern in der Clanburg hier einfach mal geben lassen. So müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Mal gucken, wir checken die Armee nochmal. Holen nochmal tief Luft. Ich gucke mal gerade, ob ich alles habe. Ich denke mal, ich habe alles. Jo, das sieht gut aus. Also nochmal kurz tief Luft geholt. Oh nee, das Tiefluftholen war gar nicht. Haha, ich kriege doch noch einen rein. Ich kriege doch noch einen Live-Angriff für euch rein. Super Sache. Das ist auch wieder der Gompi. Okay. Auch, ich glaube, das ist der zweite gerushte Elfer hier unten. Ich meine, so super, 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 super sind die jetzt nicht gerusht. Denn die haben alle so um die 220 Truppen. Sind eher so ein paar RH9er, hätte ich mal fast gesagt, mit dem Elfer Rathaus. Die ein oder andere Verteidigung ist sicherlich mal ein bisschen höher. Aber für so ein Rathaus 8er hier ist so eine Base, denke ich mal, ganz, ganz locker. Hier gibt es jetzt nur noch Punktschaden. Der ist zwar nicht schlecht von den Bogenschützentürmen, sind nach wie vor meiner Meinung nach die beste Verteidigungseinheit in Clash of Clans, denn sie machen ultra viel DPS und ballern natürlich auf Luft und auf Boden. Deswegen bin ich der Meinung, dass das die eigentlich mit die stärkste Verteidigung in diesem Spiel ist. Ich meine, es gibt natürlich noch viel, viel andere speziellere Verteidigungen, den Adler oder auch die Inferno-Türme. Ich glaube, die Bogenschützentürme sind schon enorm stark. Wenn man die gut ausbaut, gut positioniert, dann machen die schon einen ganz, ganz netten Aua. Und jetzt hat er hier noch, hat er noch ein paar Troll. Okay, ob das dann was bringt, ne? Jetzt guck mal, wie viel Drachen der Gompi noch über hat. Übrigens, sind wir mal ehrlich, also jetzt so als Gegner, wenn ich so eine Base baue und weiß, der macht sowieso meine Mitte, weil da ist kaum was an Verteidigung, dann hoffst du nur, dass die Zeit nicht reicht, aber mehr auch nicht. Da oben ist jetzt noch ein Rathaus, ich glaube, es ist ein Rathaus 10 Tesla, das ist dann aber auch gewesen, also so richtig wirklich ist es das ja nun nicht. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie mein Angriff abläuft. Ich würde sagen, wir hauen auch sofort rein. So, meine Aufnahme läuft. Ich hoffe, ihr hört mich. Wir gehen noch einmal in die Base rein hier und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich wollte ja da oben starten am Lager. Wir sagen mal Attack. Überall grüne Haken, da solltet ihr auch immer drauf gucken. Auch selbst wenn nur ein Boogie fehlt, ist die Truppe hier nicht ganz komplett. Also 1, 2, 3, ja, wir sagen mal Tech. Mal gucken, was da aus der Clanburg kommt. Die hatten bisher immer im Rathaus 9er Bereich, hatten die bisher immer einen Elektrodrachen da drin. Der ist natürlich ein bisschen doof, der macht ganz schön viel Schaden, vor allen Dingen, wenn er kaputt geht. Erstmal macht er nicht ganz so super viel Schaden. So, die Queen wollen wir jetzt aber schon mal erledigen. Oh, oh, oh. Was haben wir hier drin? Was haben wir da drin? Jetzt muss ich aufpassen, dass meine Queen hier nicht abnippelt, denn ich hatte gerade ein bisschen Sorge, dass meine Queen hier stirbt. Denn ich habe jetzt gerade nicht gesehen, dass der hier meine Queen wegmacht. So, das ist schon mal das Erste gewesen. Das Zweite ist sicherlich hier. Wir gehen hier mal mit dem King rein, nehmen mal einen Magier damit zu und nehmen jetzt hier unsere Clanburg mit rein. Denn Ziel ist es eigentlich nur ein Feger. Oh, ich habe hier jetzt schon die erste Luftabwehr. Die war natürlich auch. Ich habe meinen King vergessen. Oh, King. Ah, der King. The King is dead. Okay, ich habe meinen King jetzt völlig vergessen. Ist aber nicht so schlimm, mal sehen. Ah, jetzt kriege ich natürlich den Feger nicht. Das ist ein bisschen doof. Kann ich mir da irgendwas einfallen lassen? Ach, ich kriege den Feger nicht. Das ist ärgerlich. Das ist sehr ärgerlich. Mal gucken, ob der Feger mir jetzt nicht noch reinspielt oder doch noch reinspielt. Also erstmal ein paar Loons gesetzt. Wir setzen hier unsere Hunde und ein paar Loons noch in die Mitte. Unsere Queen soll uns natürlich nicht sterben. So, jetzt müssen wir hier allerdings ein bisschen PS machen. Und
da könnte uns der Feger jetzt, der könnte uns gefährlich werden. Der könnte uns gefährlich werden, denn hier sind auch ein paar Skellies, die uns ein bisschen Sorge machen. Komm. Ah, der Feger. Der Feger nervt mich jetzt schon. Und ich muss das Passing hier genau reinkriegen. Ah, oh, das war ein Scheißangriff, Toto. Der war kacke. Dieser blöde Feger. Ich habe den Feger nicht weggekriegt, weil ich meinen King verpennt habe. Naja. Ja, so ist es nun mal gewesen. Ich habe wenigstens meine Queen nicht verpennt. Aber die wird, okay, die machen jetzt noch den King da. Trotzdem war das ein Scheißangriff. Gott, war der kacke. Naja. So soll es sein. Ich lass den jetzt mal auslaufen. Hätte sein sollen. Ist so eine schwache Base eigentlich. Und ich mache die nur auf einen Stern. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich meine, ich bin hier auch Nummer. Ich muss mal gerade gucken, welche Nummer ich bin. Ja, 11 auf 11. Das ist nur in Ordnung. Aber trotzdem war der scheiße. Der war trotzdem richtig blöde. Das kann ich natürlich viel besser. King verpennt. Hätte ich dem vielleicht nicht verpennt. Hätte Fahrradkette, hätte ich wahrscheinlich noch die Luftabwehr bekommen, beziehungsweise den Feger, denn der Feger war jetzt das Problem, haben wir schon mal öfter gesehen, ihr könnt euch sicherlich an den Livestream erinnern, als das Rathaus 12 eingeführt wurde, ganz, ganz viele Angriffe sind da an diesem blöden Feger gescheitert, der die kleinste Einheit eigentlich ist, okay, dann haben wir mit einem Stern belegt, die Zeit ist jetzt leider um, aber wir haben noch einen zweiten Angriff, den machen wir sicherlich auch noch. Da weiß ich nur noch nicht, auf welche Base. Wir gehen einfach mal ein bisschen höher, denke ich mal. Mal sehen, da sind schon drei drauf. Steht da eigentlich mein Name auch dran? Chief Vitali. Yo, da steht auch mein Name dran. Wir gucken mal rein in die Base. Und yo, das ist meine Base. Ich hoffe diesmal wirklich. Ich gucke mal, ich habe einen Gohawk ausgebildet. Muss jetzt allerdings hier ein paar Bowler haben. Und gerade mal mein Chief so ein bisschen regenerieren lassen. Machen wir noch einen zweiten Angriff. Überhaupt kein Thema. Es sieht noch ganz, ganz entspannt auch aus. Auch im oberen Bereich. Hier kriegt der Lolli jetzt gerade Lack. Auch im oberen Bereich, glaube ich, sind diese beiden Bases. Die habe ich mir ausgeguckt. Ich bin nämlich mit dem Thorsten diesmal Erster. Glaube ich, das sind fast meine Lieblingsbases, die ich im CK mache. Also 1 und 2, das ist auch ganz lecker. Haben die gleiche Base. Das ist sehr, sehr schön. Da muss ich mich gar nicht großartig umgewöhnen. Das heißt, ich kann zweimal hintereinander morgen diese Truppen bauen. Mal sehen, ob wir den Dreiern. Bisher habe ich so eine Base fast immer gedreiert. Lass ich mich mal überraschen. Wir haben viele neue hier drin oder ein paar neue drin. Freut mich auch. Und kurz mal einmal King Rack und dann machen wir einen zweiten Angriff. Okay, wie sagte schon Oliver Kahn in irgendeinem Interview, was brauchen wir? Wir brauchen Eier. Mal sehen, ob ich die Eier auch habe. Auf die Nummer 9 hier, den will ich nämlich jetzt machen. Ich weiß, ich könnte auch ein bisschen tiefer gehen, aber wir haben noch so viele Angriffe hier übrig und ich hoffe ja mal, dass ich hier jetzt so ein bisschen was reiße. Das ist ja, ist auch eine komische Base hier. Der Mike hat die schon nicht gepackt. Mal sehen, ob wir die irgendwie packen mit einem Gohawk. Ich muss kurz mal überlegen. Ja, die Clanburg kommt ziemlich spät. Da muss ich mal sehen, dass ich die in jedem Fall erwische. Wir gehen mal rein. Wo ist denn eigentlich der King hier? Dieser lästige King, der ist hier außen. Dann weiß ich, glaube ich, von wo ich mit den restlichen Truppen hier reinkomme. Ich gucke mir mal eben den Angriff von Mike an. Wie er den gemacht hat. Okay, der hat Luft genommen. Das ist ja was ganz anderes. Da brauche ich nicht drauf gucken. Ich kann auch die 13 machen. Ich weiß, ich kann auch die 13 machen. Aber die ist jetzt auch wirklich nicht stark. Und so eine Base muss ich denn auch nicht machen. Ich denke mal, das hilft dann den unteren nicht. Und der 9er hier ist, glaube ich, der letzte, der überhaupt noch mit einem auf ist. Hier ist noch der 8er, der Aufwehr. Aber das ist jetzt auch nicht so eine Hock-Hock-Hock-Hock-Hock-Base, würde ich mal so sagen. Und deswegen nehmen wir hier die Nummer 9. Komm, wir wagen uns mal rein. Mal sehen, wie unsere Schweine hier fliegen oder auch nicht. Attack. Okay, alles ist grün. Wir hauen auch sofort rein. Wir haben Eier. Also geht los. Der Queen entgegen. Wie sich das gehört. Mal sehen, wo meine Golems so hinrennen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Da habe ich sie vermutet. Und ich habe hier sogar ein paar Mauerbrecher dabei. Das ist auch nicht schlecht, die kann ich hier jetzt reinlaufen lassen. Hier müsste allerdings noch dieses Außenlager weg sein, damit ich hier jetzt meine Helden schicken. Sonst gehen meine Helden hier außen lang. Das will ich natürlich nicht. Bowler hier rein. Und hier den Sprung angesetzt.
Was ich jetzt gar nicht dabei habe, ist, ich habe gar nicht dabei einen Wutzauber. Ich kann ja also nichts wütend machen und hier kommt so ein lästiger Drache raus. Okay, den doppelgiften wir mal. Mal gucken, ob wir den kaputt kriegen. Denn wenn der gleich kaputt geht, dann macht er uns natürlich kaputt. Und wir gehen hier jetzt schon mal mit unseren Hocks so ein bisschen rein. Ich zünde mal jetzt meine Queen. Hier braucht man Heil, das weiß ich. Da braucht man Heil. Oh, da fliegen schon die ersten Hocks weg. Okay, mal sehen. Wir lenken hier mal irgendetwas ab. Denn hier unten kommt gleich der unliebsame King, der uns sicherlich hier so ein bisschen Probleme bereiten wird. Mal sehen, ob den nicht meine Lakaien so ein bisschen mit ablenken können. Queen ist jetzt leider schon down. Ich hatte sie ja eben schon gezündet. Da sind auch noch Hocks in der Mitte. Ich glaube, wir legen mal hier zwei Fehlangriffe hin auf den Gegner hier. Was habe ich hier noch? Hier habe ich noch ein bisschen Clean-up. Es sind nur noch zwei Defenses da, aber ich denke mal, der King und der Bombenturm wird jetzt meinen Hocks hier den Rest geben. Das war's mit meinen Hockreitern. Ja, super. Scheiße. Gottes Willen. Toto mal mit zwei Einsternen. Oh. Muss mich das jetzt nerven? Nein, es muss mich nicht nerven. Ist einfach so. Mal hast du Tage, da hast du ein bisschen mehr Glück, mal hast du Tage, da gewinnen die anderen oder wie irgendwie so geht er ja. Und 57 Sekunden, die lassen wir noch auslaufen, die spule ich euch auch nicht vor. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Ich fange mal jetzt schon mal an, den Abspann zu machen. Hier aus dem etwas kleineren Rathausbereichen. Also wir haben mal gesehen, ein 7er, 8er, 9er, auch wenn der 9er nicht so wirklich gut war. Und ist im Moment noch in diesen Bereichen hier noch nicht unser Clankrieg, aber wir haben genug Optionen, diese Bases hier alle zu machen. Also ich habe jetzt mit dem 9er hier vor allen Dingen meine Angriffe gemacht, weil ich morgen nicht so viel Zeit habe und ich muss morgen zwei 12er machen. Das wird sowieso schon wieder zeitmäßig sehr, sehr eng, da wir die immer sehr, sehr spät machen. Mal sehen, wie ich das überhaupt so zwischendurch hinkriege. Und in der Mitte, ich sehe es jetzt gerade auf dem Monitor, in der Mitte ist ja gar nichts mehr. Ich glaube, in 11 Sekunden schaffen die das auch nicht mehr. Schade eigentlich. Alles down, die ganze Base ist ja down. Mir fehlt nur ein bisschen Clean-up. Da sollten eigentlich die Hawks für sorgen. Naja, okay. Ist nicht so tragisch. 82%, ja, passt schon. Das gleichen wir irgendwie wieder aus. Aber ich hatte richtig Bock, am Handy ein bisschen was für euch aufzunehmen. Ich hoffe, das hat euch, wie gesagt, gefallen hier. Werde jetzt hier ein bisschen weiterfahren, werde ein bisschen weiter Clanspiele machen. Und dann hören und sehen wir uns die nächsten Tage wieder. Bis dahin, tschüss Sikorski, euer Toto, Clashed.